So, und damit herzlich willkommen an alle Chicos und Chicas da draußen. Der Skyline ist am Start, genauso wie eine kleinere, weitere Runde, die Legende der Wächter. Hier noch nebenbei eine Information, das Let's Play zu Assassin's Creed 3 wird vermutlich abgebrochen. Aus technischen Gründen will er meine letzten Videos nicht hochladen. Und er hat auch ein paar Macken da drinne gehabt im Spiel selber, hat es ja bemerkt, dass er einige Stimmen nicht aufgenommen hat oder nicht abgespielt hat, die CD. Und dadurch, dass das Spiel sowieso schon 80 uralt ist und ich 3 Wochen lang kein Assassin's Creed Let's Play mehr hochgeladen habe und jetzt schon wieder Probleme habe, ich könnte zwar jetzt natürlich neu anfangen und neue Runde starten, aber dann würden halt wieder knapp eine Stunde Spielzeit wieder fehlen. Und daher glaube ich, dass diese ganzen Faktoren dazu zählen, dass das leider letzten Endes keinen Sinn mehr macht, dieses Let's Play weiterzuführen. Heute Abend kommt aber ein anderes Spiel bei mir ins Haus, was ich dann wahrscheinlich als Nebenproduktion auch nochmal Let's Playen will. Aber wir machen jetzt einfach mal weiter mit unseren kleinen, wie gesagt, Mini-Let's Play. Deswegen sind die Folgen auch halt alle nur so 10 Minuten. Wie gesagt, als kleines Nebenteil. Als anderes werden wir als Überbrückung, werden wir halt dann ein anderes Spiel spielen. So, dann starten wir mal. Wir nehmen natürlich diesen hier. Noch 180 GB, das ist aber letztes Spiel. Ja, mit dem letzten Spiel fortsetzen, dann kann man halt noch mal ein bisschen zurückgreifen damit. So, wir haben was Neues in der Waffenkammer. Ein Wächter ist allzeit bereit. Ja, ein Wächter ist allzeit bereit, habt ihr es gehört? Kampfsets. Kampfsets schützen vor Angriffen und steigen Tempo, Können oder Gesundheit. Sammle Funkler, um neue Kampfsets-Verbesserungen zu kaufen. So, wir haben hier mehrere Stück. Das ist das, was wir jetzt haben. Trinksklaue, schneller Stahl ist dabei. Man sieht hier also Verteidigung, Angriff, Gesundheit, Tempo-Bonus und Können-Bonus. Wenn ich mich recht entsinne, brauchen wir 3 Stück im Endeffekt. Also nur 3 davon bringen irgendwie was, alle anderen sind irgendwie unnötig. 287 haben wir. Wir nehmen jetzt einfach nur, um halt was zu haben. Hier, ich glaube hier, Gesundheit, Tempo-Bonus, Angriff, Verteidigung, okay. Mutrose. Die Diamantsturm, den wollte ich mir auf jeden Fall holen, genau. Wir werden mal sehen, wir werden auf jeden Fall jetzt erstmal diese hier nehmen, um einfach nur ein bisschen besser zu sein. Und schwupps, haben wir auch, wie man halt rechts jetzt sehen kann, die Rüstung halt an. Ja, das sind eigentlich ganz schöne Teile hier. Die hier sieht mir ein bisschen ähnlich aus wie diese hier, aber pff, was soll's. Mit die ist was ganz Besonderes in der Art und Weise. Deswegen, aber das kommt später. Mission wählen. So, wir sind stehen geblieben. Wir haben also die Insel Hula haben wir hinter uns. Wir haben kennengelernt, dass es kleine Nebenmissionen gibt, wo wir Eulen retten können, was wir letztens gemacht haben. Auch andere Sachen können wir da starten. Wir haben hier, und hier sind wir weitergekommen bei Wüste Kunir. Und zwar haben wir einmal Verbündete im Sand, leider nur in Silber. Wüstenadler, auch nur in Silber. Und erstmal haben wir Diebe in der Nacht. Da sind wir letztens geblieben. Rette die jungen Eulen in 6 Minuten 30, rette die jungen Eulen in 7 Minuten 30 und rette die jungen Eulen. Das ist ja ganz gut, dass wir jetzt gerade einen Tempo-Bonus dazu bekommen haben mit der Rüstung. Geht's ein bisschen schneller. Mission, hast du das Spiel mit einer Figur einer einzigen Art abgeschlossen? Eine wahre Leistung wäre das Spiel mit allen vier Eulenarten zu schaffen. Habe ich schon gemacht. Ist wirklich ganz interessant. Kettenangriff erhöhen, den Schaden, den jeder weitere Treffer zufügt. Wir kennen nun zwar ihr Versteck, aber der Jungeulenschmuggel geht weiter. Du musst sie unbedingt retten. Mama, kein Problem. Ich sehe einen Dieb mit einer Jungeule in der Schlucht. Da sind noch welche, die sich mit Jungeulen aus dem Staub machen. Rette die Jungeulen und bringe sie sofort hierher zurück. Wir lassen mein Nest bewachen, falls noch jemand versucht, die Jungen zu rauben. So, wir werden das mal in Zurzug gehen, wie gesagt, um halt ein bisschen Energie zu sammeln. Oh, jetzt muss ich erstmal wieder reinkommen. Jetzt habe ich wieder ein paar Funker verpasst. Ja, wir sind ein bisschen langsamer. Das macht nichts. Na.
Wow! Wow! Jetzt habe ich dich, du! Bring sie in mein Spatten! Nest. Schnell! Flieg über die Schluchten! So, jetzt muss ich ein bisschen. Die Luftströme da oben geben dir Schub und bring dich schneller zurück! Ja, jetzt haben wir genug Energie. Jetzt müssen wir Gas geben. Müssen wir ganz schnell sein. Aber ich habe noch keine Funkler. Wie gesagt, wir brauchen diese Funkler halt, um Energie aufzusammeln halt. Und ja, genau. Jetzt muss das natürlich ein bisschen langsamer sein. Hinterher. Ja, wo denn? Da. Gut, wir befinden uns ein bisschen weiter oben. Das ist ganz gut. Jetzt können wir ein bisschen über ihn drüber fliegen und halt mal den Sturz vergehen. Freie Bahn. Hat er nicht gerade was gebracht jetzt? Ah, den krieg ich auch nicht. Ich kann so viel Tempo aufnehmen, wie ich will. Hab's das da. Wow! Jetzt reicht's mir, damit. Bring sie in mein Nest. Schnell! Flieg über die Schluchten! Ja, ich habe leider nicht genug Energie jetzt, um meinen Superschrund einzusetzen. Ist gut. Also, so. So, ein bisschen Ausweichmanöver und so. So, jetzt können wir Gas geben. Wir nutzen die Energie mal. Noch ein Eulendieb versucht, das Versteck zu erreichen. Er darf nicht entkommen. Viel zu weit weg. Na, Leute, ich sag ja mal ziemlich schnell und hab trotzdem nicht gekriegt. So, sehr merkwürdig. So, wenn man anvisiert, lässt es auch ein bisschen leichter fliegen. Um Kurven und sowas. Oh, was soll das? Apropos leichter fliegen um Kurven. So, jetzt komm. Jetzt habe ich dich. Spacken. In mein Nest. Schnell. Ja, ja, schnell. Ja. So, wir kriegen dann noch mal ein bisschen Aufschub. Und jetzt mal ein bisschen hier Gas geben und so. Halt die Fresse! Halt die Fresse! Halt die Fresse! Halt mal deine fette Fresse, Hagrid! Oh oh, wir werden verfolgt! Batze. Wie? Eines ist klar, das wird erst enden, wenn wir die Fledermäuse direkt angreifen. Wollen wir? Fledermaus Gegenangriff. Sie dürfen nicht an die Jungen kommen. Batz, eine Dreierkombo. Noch eine Dreier-Kombo. Für mich gar kein Problem, alles. Das war jetzt aber knapp, du. Los, jetzt aber hier. Und nochmal.